Ja, hallo Leute, hier wieder euer Doso mit Let's Read Skyrim und wir haben ja da schon einen Bekannten getroffen, der von dem Feinschmecker erzählt hat und ja, jetzt haben wir da auch ein Buch gefunden, Erlesener Geschmack, der Feinschmecker würde nämlich an der Autor sein. Dann schauen wir mal rein. Herzlichen Glückwunsch! Mit dem Öffnen dieses Buches habt ihr den ersten Schritt einer wahrhaft epischen Reise unternommen, einer Tour durch die weite Landschaft der bretonischen Küche und ihrer unzähligen Freuden und Wunder. Ihr werdet so köstliche Gerüche, Geschmacksnoten und Konsistenzen erkunden, dass sie euch unmöglich erscheinen werden. Aber sie sind sehr wohl möglich. Wenn ihr euch an die sorgfältig ausgewählten Rezepte dieses Kochbuch haltet, werdet ihr tatsächlich außergewöhnliche Gerichte mit einer solchen Leichtigkeit zubereiten, dass euch eure Mitmenschen der Zauberei verdächtigen werden. Aber die einzige Magie ist die, die in euren Herzen lebt. Eure Leidenschaft für die Zubereitung köstlicher, wunderbarer Speisen, die einfach zubereitet und unendlich genossen werden können. Fangt hiermit an, dann auch ihr eines Tages ein Feinschmecker sein. Aha, da gibt's oft Schreibfehler. Ja, gut. Sonnenschein-Soufflé. Zutaten: 80 Gramm Kuhkäse, 30 Gramm Butter, 30 Gramm Mehl, 270 Milliliter Milch, ein Ei, eine Prise Salz und eine Prise Pfeffer, eine Tasse geriebene Muskatnuss. Rezept war das. Die Flammen eures Ofens schüren und ihn auf eine mittlere Hitze bringen. Den Käse in hauchdünne Scheiben schneiden, indem ihr einen fein geschliffenen Edeldolch für das Käsestück zieht. Ja? Das Eiweiß vom Eigelb trennen und das Eiweiß so lange schlagen, bis daraus ein fester Eischnee wird. Beginnt nun mit der Zubereitung der berühmten Sonnenscheinsauce. Die Butter schmelzen und das Mehl unter ständigem Rühren hinzufügen, bis es gut vermischt ist. Diese Mischung auf eine kleinere Flamme stellen und vorsichtig die Milch unterrühren. Ihr dürft auf keinen Fall aufhören zu rühren, und zwar 10 Minuten lang, bis sich die Sauce verdickt hat. Dann und erst dann die Sonnenscheinsauce wirklich servieren. Fertig, ja? Ist Salz, Pfeffer und Muskatnuss hinzufügen und von der Flamme nehmen. Erst den geriebenen Käse und dann das Eigelb hinzufügen. Gut rühren, bis es zu einer Masse geworden ist. Dann vorsichtig den Eischnee mit einem handgeschnitzten Löffel aus irgendwelchen Holz unterziehen. Die Mischung vorsichtig in die vier steinernen Soufflé-Schalen gießen und jeweils fast bis zum Rand füllen, aber nicht ganz. Die Schalen bei mittlerer Hitze in euren Ofen stellen und die Tür schließen. Öffnet sie 25 Minuten lang. Nicht, sonst werden eure leckeren Sonnen aufgehen und sofort wieder im Schlund des Ofens zu versinken. Nach 25 Minuten aus dem Ofen nehmen und sofort servieren. Bewundert den Glanz der Sonne und den exquisiten Geschmack des Sonnenscheinsoufflés. Potage Le Magnifique. Zutaten: 4 Tassen Hühnerbrühe, 4 Tassen Rinderbrühe, 80 Gramm Butter, ein hölzerner Krug Mehl, eine Tasse gewürfelte Karotten, eine halbe Tasse gewürfelte Zwiebeln. Rezept, und das machen wir auch gleich. Die Flammen eures Ofens Feuer eures offenen Feuers schüren und sie auf eine mittlere Hitze bringen. Alle Zutaten in einen großen Suppentopf werfen, kräftig umrühren. Sobald die Suppe kocht, in tönerne Suppenschüssel füllen. Bewundert das berühmteste Gericht des Feinschmeckers, die Potage Le Magnifique. Aber wartet, ich weiß, was ihr euch fragt. Das war's, ist das alles, was ist des Feinschmeckers Geheimnis? Erwartet ihr wirklich von mir, dass ich das Geheimnis meines beliebtesten Gerichts preisgebe? Wisst ihr was? Das werde ich, denn das Geheimnis, meine Freunde, seid ihr. So ist es. Die Potage Le Magnifique ist köstlich und außergewöhnlich. Allein durch die Verwendung der aufgeführten einfachen Zutaten werdet ihr eine Suppe zaubern, die gleichzeitig herzhaft und lecker ist. Aber um aus der Potage Le Magnifique etwas wahrhaft Magnifiques zu machen, braucht man die Erfindungsgabe eines ganzen Herzens inspirierten Kochs. Besitzt ihr diese Gabe? Ich habe Schüsseln mit Potage Le Magnifique serviert, die erwachsene Männer die Freudentränen in die Augen getrieben haben. Könnt ihr erraten, was ich hinzugefügt habe? Könnt ihr zaubern? Okay, Leute.
ein paar Rezepte zur Weihnachtszeit. Das war wieder mal Toso für Let's Read Skyrim, erlesener Geschmack der Feinschmecker. Schönen Abend noch, ciao.